Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. Tja, ich bin hier gerade im Pausenmenü, da wir letztes Mal an einer etwas ungünstigeren Stelle das Spiel ja es nicht, aber die Aufnahme unterbrochen haben. Deswegen wird auch gleich ein Kugelhagel über mich ergehen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los und begebe mich erstmal in Sicherheit. Und das habe ich auch recht gut geschafft. Ich habe jetzt, muss ich zugeben, auch nochmal kurz vorhin reingeschaut, an was für eine Stelle ich gerade bin. Deswegen habe ich es auch so super genau. Da hinten ist noch einer. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade so professionell hinbekommen. Und weiß auch, wo der gerade steht. Dass ich nicht ganz am Anfang so abfaile, wie ihr es normalerweise von mir gewohnt seid. Daher. Ja, da sind Leute mal wieder. Und da ist auch noch einer. Schön, 50 Eliminierungen, 92 FS, 9 mm. Kann man anbieten. Ja, ist ganz gut. Und da oben ist ein Loch in der Decke. Also ich glaube, die Besitzer dieser Höhle sollten mal renovieren. Das wäre jetzt eine schöne... Schatz! Eine schöne Abwechslung. Ich sehe die ganze Zeit nur komische Leute, die mich umbringen wollen und ja, schrecklich aussehende Hallo? Ich möchte eigentlich gerne dort runterspringen, aber anscheinend geht das nicht. Und das auch nicht. Ja. Nein! Also Drake, der hat mich jetzt schon das ein oder andere Mal. Elena, schön, dass du weggehst. Ich frag mich, wie ich dort hinterkommen soll. Also dort runterspringen wäre eine Möglichkeit. Aber der springt auch nicht. Das finde ich recht blöd. Ja. Drake. Ich probiere es einfach mal von hier. Und... Oh, ich hab's geschafft. Ja. Sogar beim ersten Versuch. Mensch. Ich bin einfach... Für eine goldene Schnupftabakdose. Wirklich. Wirklich, Drake. Wirklich. So, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Das wäre auch nett gewesen, mir mal zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Da ist so eine Art Seil, aber ich schätze mal nicht, dass es dafür da ist, dass man da wieder zurückspringt. Ich probiere es einfach mal. Da. Okay. Oder da einfach mal und sterbe elendig. Okay, aber wir haben den Schatz. Wir haben den Schatz, das ist alles, was ich wollte. Ja, du siehst mich jetzt nicht mehr und jetzt kümmere ich mich mal um den Typen dort hinten. Mensch, bin ich heute gut drauf. Ich habe heute, glaube ich, so eine Art Lauf. Oder auch nicht, ich bin ja schon mal gestorben. Verdammt. Ja, au, au, schön, als du es so passend sagst. Da sind wieder mal ein paar Leute. Ja, die kriegen es mal wieder schön ab. Die kriegen es schön dreckig. Und ich schieß. Hallo? Ich höre irgendwo noch Schüsse, aber wo, habe ich keine Ahnung. Und Elena steht auch nur da, wie bestellt und nicht abgeholt. Also renne ich einfach mal auch weiter. Das ist alles, was ich kann. Kommst du? Hallo, Elena, kommst du? Ja. Okay, ich dachte gerade, sie wollte eine Fackel mitnehmen. Aber die würde nur unsere Position verraten. Obwohl ein bisschen Licht hier unten in dem kalten, siffigen Loch, wo wir gerade sind. Ein Tor. Eine schreiende Frau am Morgen. Okay. Ja, ja, ja. Schön, drei Schüsse in den Unterleib. Da sieht natürlich jeder besser aus gleich danach. Vor allem die epische Musik passt gerade super. Okay, hier müssen wir anscheinend... Sechs. Okay, sechs glaube ich nicht. Ich glaube, es war fünf, oder? Zwei, fünf und noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon etwas länger her. Da eins ist wieder eine super Wand. Hallo? Wo bist du? Da bist du. Ja, da musste er gleich mal nachladen und versteckt sich auch. So wie ich, das ist mein Gebiet. Verstecken ist immer noch meine Spezialität.
Und ich neige ja dazu, zu vergessen, dass das immer noch Eddies Laufburschen sind. Die sterben ja schon bei 2 Schüssen oder was weiß ich wie vielen Schüssen. Ich zähle eigentlich normalerweise nicht mit. Ich schieße einfach nur drauf, bis ich merke, sie fallen um. Und wo sind... Sind wir an dieser Stelle? Okay. Ja, Zwischensequenz. Bitte. Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Strake. Er hat ihn nicht gefunden, er ist hier gestorben. So viel zu Großem. Sein Leben vertan. Für gar nicht. Nate, können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Tja, da sehen wir mal. Hier rausgehen. Ja, es geht auch hier raus. Mos Calibur, da behalte ich mal die SAS. Und jetzt kriegen wir hier überall unsere alten Waffen. Ich weiß warum. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr das Spiel kennt. Es sieht so aus, als wäre dort oben ein Mechanismus. Wirklich? Hey, da ist eine Leiter. Nee. Wenn du mich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Ja, die habe ich gerade auch gesucht. Ach, da ist sie. Ja, gut, Elena. Ich bleib schon mal hier stehen. Drück Dreieck. Gut, klettere. Und sie hatte eine Fackel dabei. Du Wahnsinn. Bist schwerer als du aussiehst. Kommst du dran? Ja, als Profi natürlich kommt Elena Sieht da dran. Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Hallo Jungs. Ruhig, Eddie, ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh nein. Oh Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Eddie, komm wieder her. Falls wir hier nicht rauskommen. Nur, dass du es weißt. Ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Tja, die Ureinwohner. Na, schön. Ja, da habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Vor allem, ich kann nicht zielen. Das wisst ihr aber auch schon. Und, ja, töten mich ja mit einem Schlag oder mit 2 Schlägen. Weiß ich jetzt nicht. Der macht einfach mal so ein Salto, weil es ihm gefällt. Nachladen wäre jetzt keine schlechte Option. Ja, da noch so geschafft. Ich glaube, ich habe ein 8er-Magazin, der hockt sich da hin und schläft. Ist auf jeden Fall schon mal sehr entspannend. Mit einer Pumpgun hier rumzurennen ist natürlich auch immer super. Vor allem immer im Kreis, immer dasselbe. Weg. Jetzt einmal schön irgendwo hingeschossen. Und ich muss sagen, es dröhnt eigentlich ganz schön auf Kopfhörern. Wow, jetzt habe ich den einen getroffen, aber den anderen nicht. Den lasse ich mal Eddie übernehmen. Und renne einfach mal weiter im Kreis, dass mich keiner erwischt. Lalala, 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 lalala. Pam, weg. Wow, nein, das wollte ich jetzt nicht. Eddie, geh weg. Wow, da war einer. Wow, jetzt kommen immer mehr. Zielen ist ja eigentlich generell eine schlechte Idee. Ist mir gerade mal wieder so aufgefallen. Ja, weg. Einfach Laufschütze zu sein, ist in dem Fall, glaube ich, am besten sogar. Uah! Und 2 Schüsse. Noch ein Schuss. Noch ein Schuss. So, jetzt. Deswegen liegen hier auch übrigens die ganzen Waffen rum. Dass man einfach im Laufen alle aufnehmen kann und dann einfach weiterschießen. Seht das, ihr hässlichen Konjunktur!
Tja, einer weniger, aber viele Sorgen mehr. Das muss man ja zugeben. Ist blöd, dass Eddie genau als unser Freund abtritt oder als unser Verbündeter. Ist jetzt nicht unbedingt so toll. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass die Waffen mir die ganze Zeit respawnen. Also jedenfalls glaube ich das und hoffe das auch. Okay. Und sonst wäre das jetzt nicht unbedingt optimal für mich. Es bewegt sich. Ja, es bewegt sich. Ja, mach schneller. Mensch, Frauen. Aber, ja, nimm das Seil. Ist leichter gesagt als getan, wenn er es nicht nimmt. Ja, nimm's doch. Puh, er hat's genommen. Komm schon. Das war eigentlich schneller, als ich dachte. Ich bin dann nämlich öfter mal gestorben, aber dieses Mal ging's eigentlich, muss ich zugeben. Ja. Dankeschön. Und jetzt einfach nur schnell rennen. Rennen. R1, um im Laufen zu schießen. Elena, geh mal aus der Schussbahn. Geh weg. Du auch. Du auch. Du auch. Und der letzte soll auch mal weggehen. Und jetzt kann ich auch in Ruhe nachladen. Hab noch fast ein volles Magazin. Das gefällt uns. Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. War dir alles klar? Ja. Nate? Okay. Hier kommen Sie bestimmt nicht durch. Nate. Was? Wo sind wir? Ich weiß nicht. Los! Wow, das erklärt das U-Boot im Amazonas. Nate, hierher, schau doch mal. Die haben ihn gefunden. Sie haben das Lager aufgebrochen und leergeräumt. Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wenn die Statue jetzt dort sein soll, oh, dann müssen wir genau darüber gewesen sein. Ich schätze, damit kommen wir hoch. Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ach, Mist! Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Hier rausfinden? Nicht schlecht. Ja. Okay, gehen wir. Nein, du gehst alleine, Cowboy. Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht. Ich lasse dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern. Wir haben keine Wahl. Schalte den Strom ein und komm mich dann holen. Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon. Ich bin gleich wieder da. Ja. Tja, sie schafft den Sprung nicht, aber wir dafür umso besser. Der Bunker. Ja, okay. Langsam, aber sicher laden auch die Texturen. Ist schön. Und wir dürfen jetzt ein bisschen hier rumspringen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinspringen müssen. Ach, okay. Nach oben wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich vergesse es an der Stelle nämlich immer mal wieder gerne. Oh, da hinten ist irgendwas. Eine Waffe oder was weiß ich. Mal schauen, ob wir da noch hin müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber auf jeden Fall, eins weiß ich nämlich, dass dieses Kapitel nicht unbedingt spaßig ist. Jedenfalls finde ich das. Aber kann ich jetzt einfach runter oder muss ich hier wieder nach rechts? Ich muss hier anscheinend wieder nach rechts. Und hier fällt langsam alles auseinander. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, wie oft ich in diesem Kapitel schon krepiert bin. Und zwar elendig, wirklich ohne Auswege und ohne Punkt und Komma. Das ist wirklich nicht schön gewesen. Ja, irgendwie fliegen nur die Waagrechten auseinander. Und hier kann ich mal draufspringen, endlich mal wieder Boden unter den Füßen. Und hier dürfen wir natürlich wieder... Ja, runterfliegen ist jetzt nicht unbedingt die beste Option. Also würde ich jetzt mal sagen, ob Drake auch so findet. Ich glaube schon, weil er sich hier oben lang hangelt. Aber wenn er unbedingt runterfliegen möchte, dann würde ich ihn nicht davon abhalten. Vor allem,
Das müsst ihr schon in Filmen tun und jetzt kommen wir an dieser Stelle. Okay. Nein, nicht. Boah, ich dachte jetzt schon wieder, ich flieg runter. Das wäre jetzt nicht unbedingt wieder so top gewesen. Und ja. 5 Schüsse Pumpgun. Und danach dürfen wir uns mit den Waffen hier bedienen. Nate, hörst du mich? Sullivan, melde dich. Nate. Ach, es nützt nichts. Ich habe hier drin...